Ja, hallo und willkommen bei eBergTom. Heute gibt es mal ein Unboxing-Video zu dem neuen DU-C3 Falt-E-Bike, was ich heute euch vorstellen möchte. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja, so kommt das Ganze hier an. Und jetzt werde ich das erstmal hier alles entfernen. So sieht das Ganze dann jetzt verpackt aus. Und das werde ich jetzt alles mal nacheinander rausholen. Erstmal diese Kiste hier. Mal schauen, was da drin ist. Aha, da gibt es ein bisschen Werkzeug. Die Pedale sind hier drin. Ich denke mal Bedienungsanleitung. Das ist zum Aufladen gedacht. Und das ist nochmal ein Imbusschlüssel. Sehr gut, das packen wir jetzt mal erst zur Seite. Ja, und dann werde ich das ganze Fahrrad jetzt erstmal hier rausholen. Sattel mit Sattelstütze. Und jetzt schaue ich mal direkt. Zack. So, das war's schon. Ausgepackt ist es. Ja, und das heißt jetzt erstmal den ganzen Verpackungsschutz zu entfernen. Aber muss sagen, ist sehr gut verpackt, so dass auch wirklich nichts beschädigt werden kann. Und übrigens, die Lieferung ging auch sehr, sehr schnell. Das war innerhalb von 3 oder 4 Tagen war es da. Ich habe es bekommen in der Farbe Schwarz. Das Lämpchen. So. Ja, die müssen aufgepumpt werden. 25 bis 45 PCI. Wie viel Bar sind das, muss ich mir dann später nochmal angucken. Aber ich denke mal, so standardmäßig müssten das um die 3 Bar sein. Ja, laut Gepäckträger können hier 25 Kilo drauf. Und das müsste das Rücklicht sein. Genau. Das ist auch das Rücklicht. Ja, ganz klar ist mir aber jetzt noch nicht, wie rum das Ganze muss. Ich vermute mal so rum. Hier auch nochmal bei dem Reflektor gab es eine Schutzfolie, damit der nicht verkratzt. Sehr gut. Ja, und das scheint mir ein sehr gemütlicher Sattel zu sein. Und dann werden wir das Ding mal hier drauf machen. So, ist schon fertig. Jetzt muss ich aber noch schauen, was es hier mit auf sich hat und wo ich das befestigen muss. Ich habe die Vermutung, ich muss das hier unten an den Schrauben dran machen. Alles klar, ich habe es gefunden. Hier links und rechts gibt es noch mal eine Schraube, da muss es ran. Gut, dann holen wir mal das Werkzeug. Mitgeliefert wurde ja hier dieser praktische Imbusschlüssel. Sehr gut. Ah ja, wir müssen ja noch die Pedale. Also, erstmal sind auf den Pedalen immer so schöne Aufkleber, was links und was rechts kommt. L für links, R für rechts. Und guckt mal hier, Leute. Da ist nochmal ein Aufkleber, wie rum man die reindrehen muss, damit man sich nicht das Gewinde kaputt macht. Weil es gibt viele Leute, die haben das schon falsch gemacht. Und da ist das Gewinde kaputt gegangen, weil sie falsch rum rein versucht haben reinzudrehen. Sehr klasse. So, und dann wird einfach nur noch das Ganze hier. Der Schlüssel ist ein Witz. Der ist ein Witz. Ah, schaut mal. Ha. So. Tada.
Und der passt auch. Zack, fest. Und zack, fest. Dann haben wir hier noch die Erklärung. Zwei Schildchen. Power on. Linke Seite zeige ich euch gleich. Und dann auf der anderen Seite kann man Batteriespannung erkennen und das Licht einschalten. Aber zu den einzelnen Bauteilen kommen wir dann gleich noch. Übrigens, der kleine Schlüssel hier, der ist dafür da, um das Rücklicht zu befestigen, die Schrauben dazu. Ja, generell würde ich euch raten, sowieso einmal rundherum alle Schrauben, die ihr seht, dementsprechend mal kurz zu prüfen, ob die gut angezogen sind. Und dann geht's weiter. Ja, Sattel ist drauf. Hier haben wir nochmal den Reflektor, Rücklicht, Ständer, ganz wichtig, die Pedale mit Aufkleber und wie rum man sie befestigen muss. Hier war noch, hier oben ist noch eine Schutzkappe drauf gewesen auf den Start-Stopp. Ich mache jetzt mal einschalten. Dann sehe ich hier auf dem Display leuchten insgesamt 3 von 4 Balken, also ist nicht ganz vollgeladen. Hier ist noch eine Klingel. Vorne noch ein Frontreflektor, die 2 Bremsen. Oh, sogar mit Bremslicht. Sogar mit Bremslicht. Ja, sensationell. Schaut, mit Bremslicht. Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also jetzt bin ich echt baff. Also dass hier noch ein Bremslicht dabei ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Wow. Weil ich hatte mich nämlich gewundert, warum hier noch ein zweites Kabel ist bei der Bremse. Wow, also Hammer. Übrigens, den Link zum Produkt findet ihr in meiner Videobeschreibung. Hier ist das Emblem und hier ist das Licht. Das werde ich dann auch mal abends testen. Klar, die Reifen sind jetzt nicht voll aufgepumpt. Deswegen werde ich die jetzt erstmal aufpumpen gleich. Hier ist höhenverstellbar. Sattelstütze. Mal gucken, ob es eine Markierung gibt. Ja, hier gibt es auch eine Markierung. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Zack, gerade, sehr schön. Ja, ansonsten haben wir soweit alles. Hat keine Gangschaltung. Ja, dann würde ich mal sagen, dann mache ich gleich mal die erste Probefahrt und ja, schau mal, wie das gute Stück hier, dieses Falt-E-Bike fährt. Außerdem werde ich natürlich auch probieren, das Ganze in meinem Kofferraum zu verladen, um zu schauen, wie viel Platz es benötigt. Ja, der ein oder andere hat ja auch schon gesehen, dass dieses E-Bike dementsprechend einen Drehgasgriff hat. Und da werde ich jetzt mich auch erstmal vorab schlau machen, was dazu notwendig ist und wie ich es überhaupt nutzen kann. Und alles weitere dazu erfahrt ihr dann nächste Woche. Ja, so, das war jetzt das Unboxing und Teile-Erklärvideo zu dem DU C3 Falt-E-Bike. Und dann werde ich euch dann nächste Woche die erste Probefahrt oder Testfahrt mit diesem E-Bike zeigen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von E-Bike Tom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.